Ja, hallo, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich würde hier mal kurz die PowerPoint-Präsentation nochmal beenden und kurz auch mein Video starten, damit Sie alle auch mal eine Impression kriegen, wie es hier gerade aussieht. Also ich habe den Helm auf. Warum? Weil ich bin gerade beim Kunden Smart Press Shop. Wenn ich hier mal kurz die Kamera nehme, das heißt, hier sieht man Baucontainer, da hinten sieht man die Halle. Das heißt, wir sind gerade in den finalen Schritten, um dann dementsprechend nächste Woche Montag live zu gehen. Daher bin ich vor Ort und wir werden die finale Abnahme machen und dann dementsprechend heute den ganzen Tag mit dem Kunden verbringen. So, dann gehe ich zurück zur PowerPoint-Präsentation, würde das Ganze wieder übertragen und starte dann auch mit dem nächsten Slide. Legal Disclaimer. Benjamin, möchtest du da noch etwas dazu sagen? Ja, das ist mittlerweile bekannt. Es geht um die IP-Rechte. Ich denke, das kennt jeder schon mittlerweile, auch von SAP. Das sollte so passen, Hohmann. Vielen Dank. Okay, super. Dann noch ein paar Spielregeln. Ich denke, die Kollegen, die schon mit dabei sind, die haben das Gleiche auch. Ein Punkt noch, wenn Sie irgendwie Fragen haben, wie auch immer. Es gibt ja in dem Teams diese Handmeldung und Co. Also wenn Sie Fragen haben, klar in dem Chat stellen oder dann eben, wenn etwas wichtig und akut ist, dann gerne auch die Hand heben. Dann, ich werde es wahrscheinlich nicht sehen, weil ich gerade am Präsentieren bin. Aber der Benjamin und andere Kollegen als Referenten können dann gerne mich kurz unterbrechen, um dann dementsprechend mich auf die Frage oder auf den Punkt aufmerksam zu machen. Richtig, so machen wir das. Gut, dann gehe ich kurz weiter. Syntax, ich habe später noch ein bisschen was von unserer Firmenpräsentation mit dabei. Wir sind stationiert in Weinheim, liegt zwischen Frankfurt und Heidelberg. Dann haben wir noch eine Niederlassung in Eschborn bei Frankfurt, noch eine Niederlassung in Albstadt bei Balingen, Stuttgart, die schwäbische Ecke und haben jetzt noch ein Büro in Berlin. Da sitzt Primär Marketing. Da dementsprechend, wie gesagt, später dazu. Kurz zu meiner Person, Roman Freidel, bin dementsprechend als Teammanager im Pre-Sales aktuell zugange. Sekunde, ich muss noch kurz die Webcam ausschalten. Dann, oh, falsch gedrückt. So wollte ich drücken. Bin aktuell Teammanager Pre-Sales. Mein Hintergrund ist die klassische Fertigungsindustrie. Das heißt, ich hatte 2006 bei der Goodyear Dunlop angefangen, dann 2013 bei Johnson Controls, auch bei einem Automobilzulieferer und seit 2014 in der Beratung, in dem Fall bei der Systema in Dresden und seit 2016 bei der Freudenberg IT beziehungsweise seit 2019 bei der Syntax. Und meine Bereiche oder meine Schwerpunkte sind klar Pre-Sales in dem Fall, aber auch natürlich das Bindeglied zu unserem Sales-Bereich, um dementsprechend potenzielle Kunden dementsprechend von den Themen wie heute beispielsweise 100% Cloud zu überzeugen und nicht dementsprechend Produkte verkaufen. Ganz klar auch Solution Design, Architektur und natürlich auch dann Partnermanagement, ähnlich wie jetzt mit der Allvisual, mit SAP, AWS und anderen unseren Partnern. Fokus, Flugzeug, das heißt komplexe Fertigung, klassisch Automobil, Industrie oder auch Zuliefererbranche, Pharma, Chemie und dementsprechend dann auch Fertigung. Zusammenfassend, Fertigungserfahrung seit 2006, SAP-MES oder früher auch Visipreis Lighthammer Erfahrung seit 2009 und im Pre-Sales unterwegs seit 2014. Dann kurz zur Agenda von heute. Ich habe einen kurzen Überblick über die Syntax dabei. Danach habe ich einen kleinen Überblick über 100% Cloud, in dem Fall auch über die Komponenten. Wie kann ein Fertigungsunternehmen dementsprechend den Umstieg in die Cloud packen? Und last but not least, bei dem Kunden, wo ich mich aktuell befinde, beim Smart Press Shop, hat vielleicht der eine oder andere schon von SPS in LinkedIn oder von unseren Nachrichten, Pressemitteilungen und Co. mitgekriegt. Da sind wir aktiv, ist ein sehr innovatives Projekt und einfach da, um dementsprechend ein bisschen Impressionen oder auch ein Schmeckle zu kommen. Ein paar Screenshots habe ich dabei und dann, dass Sie einfach einen kurzen Überblick bekommen. Gut, gehen wir mal weiter kurz zur Syntax.
Syntax ist ein Unternehmen. Wir sind Kunde Nummer 7 bei der SAP. Das heißt, das SAP-System wurde damals in Weinheim, ich sag mal, gehostet oder entwickelt. Der Gründungsväter von der Freudenberg IT war damals ein Kollege von dem Dietmar Hopp, der sich allerdings nicht für die SAP in den frühen Zeiten entschieden hat, sondern eben für die Freudenberg IT. Daher gibt es da nicht nur geografisch, sondern auch schon seit Anfangszeiten dementsprechend eine sehr nahe Beziehung. Und in dem Fall, seit eben dem ganzen Thema Cloud, sind wir nicht nur auf die SAP-Produkte, sondern auch ganz klar aus dem Thema Private und Public Cloud, vor allem in dem Thema AWS oder in dem Softwareprodukt AWS oder auch dem Azure unterwegs. Aktuell sind in unseren Rechenzentren weltweit über 700 Kunden, die dementsprechend wir betreuen, rund um die Uhr in drei Regionen. Das würde ich dann dementsprechend in der nächsten Folie zeigen. Und einer unserer Schwerpunkte, das ist dementsprechend auch unser oder mein Bereich, sind natürlich die Consulting-Lösungen, wo wir dann den Kunden in dem Thema Intelligent Enterprise, also alles um ERP, aber auch natürlich sehr im großen Schwerpunkt um MES bzw. IoT-Lösungen anbieten. Die Syntax, gehen wir mal weiter hier zum globalen Footprint. Die Freudenberg IT, also die ehemalige Freudenberg IT, hatte vor allem hier in Weinheim, in der Slowakei, China und auch in Amerika jeweils einen Standort. Das heißt, wir hatten da Rechenzentren und auch Büros, um dementsprechend die Kunden weltweit zu unterstützen. Und wir hatten damals den Vorteil, in die Region zu gehen, da wir dementsprechend die Einrichtung der Freudenberg-Gruppe nutzen konnten. In dem jetzigen Bild sieht man natürlich eine starke USA-Ausprägung, aber auch eine Niederlassung in Argentinien. Das ist natürlich jetzt die Kombination aus den Unternehmen Syntax, Freudenberg IT, Emerald Cube, die dementsprechend 2019 zur Syntax zusammengegangen sind. Auf der nächsten Seite kurz die Entstehung. Die Syntax ist 1972 in Kanada entstanden. Dann natürlich in den USA-Markt stark auf dem Oracle-Sektor, Oracle, JD Edwards, Core Services etc. Die Freudenberg IT ist parallel 1995 entstanden, war die IT der Freudenberg-Gruppe. Jedoch hat man sich damals entschieden, dementsprechend nicht nur die Services oder die Dienstleistungen der Freudenberg-Gruppe anzubieten, sondern auf dem Markt, sodass wir dann dementsprechend 2018 einen Share hatten von 80% externe Kunden und 20% interne Kunden. Daher hat sich das sehr gut angeboten, dementsprechend mit der Syntax zusammenzugehen, um dann dementsprechend unsere Services weltweit dementsprechend Kunden wie Ihnen sozusagen anzubieten. Und 2020 sind wir dann dementsprechend auch MSP-Partner der AWS geworden, um eben auch unsere Public Cloud Dienste sozusagen zu haben. Das heißt IoT, Consulting, um da dementsprechend präsent zu sein. Was ist unsere Strategie der Syntax? Wir wollen weltweit die besten Talente haben, um dementsprechend ein stärkstes oder bestes Team zu haben. Werden wir jemals die Größten sein? Denke ich nicht, weil es gibt andere Unternehmen, die sind, was die Mitarbeiteranzahl ganz klar stärker sind, im vierstelligen, im fünfstelligen Bereich oder sogar im sechsstelligen Bereich, wenn man an die großen IT-Partner denkt. Nichtsdestotrotz wollen wir die Besten sein in unserem Feld. Dann ganz klar haben wir jetzt in Europa über 40 Jahre Erfahrung in SAP. Das heißt, wir haben auch zum Teil Kollegen, die diese 40 Jahre von Anfang an mitbetreuen. Das heißt, den kompletten Umstieg von R2 auf R3, jetzt von ECC auf die S4 oder auf die Cloud-Welt. Das heißt, die Kollegen sind schon langjährig dabei, haben einen extrem großen Erfahrungsschatz. Und da profitieren natürlich dann auch unsere Nachwuchskräfte, die dementsprechend dann von dem Erfahrungsschatz profitieren und dann auch natürlich Fehler vermeiden. Als weiteren Punkt wollen wir auch Intellectual Property umsetzen. Das heißt, wir haben eigene Apps, wir haben dementsprechend verschiedene Dinge, wir haben RPA-Szenarien, um dementsprechend auch uns vom Markt abzuheben, um nicht einer von fünf beispielsweise zu sein. Und wie schon erwähnt,
Kunden können bei uns in das Rechenzentrum, wie auf der Folie zuvor oder auf zwei Folien zuvor gesehen, das heißt in ein Rechenzentrum in Weinheim, in die klassische Private Cloud, oder wenn ein Kunde die Reise in die Public Cloud gehen möchte, in AWS oder in Azure, dann unterstützen wir den Kollegen oder die Kunden genauso. Oder auch natürlich eine hybride Landschaft, wo von allem ein bisschen was dabei ist. Da haben wir auch dementsprechend Szenarien und Erfahrungen, um dann dementsprechend die Kunden da komplett zu unterstützen. Gehe ich mal kurz weiter ein bisschen in die, ich sag mal, Consulting-Ecke. Hier haben wir einen ganz klaren Fokus auf Fertigungsunternehmen. Das heißt, wir werden jetzt nicht zwingend auf eine Bank zugehen. Warum? Weil wir haben unsere Industrie-DNA, unsere Expertise in dem Manufacturing Industrie 4.0 Umfeld, und da können wir dann auch authentisch sein. Das heißt, wir werden mit dem Kunden da auf Augenhöhe reden können. Wir haben da einfach die langjährige Erfahrung, wie schon gesagt, zum Teil von über 40 Jahren, die dann dementsprechend die Kunden über die Jahrzehnte betreuen. Zusätzlich zu dem, wie angesprochen, haben wir jetzt Syntax I4 Solutions quasi ausgerufen. Das heißt, wir werden kleine Apps wie beispielsweise eine Scanner-App für Mobildialoge, für Staplerfahrer oder ein Manufacturing-Template, um dann dementsprechend so ein Schnellstart-MES-Programm durchzuführen. Das haben wir im Portfolio. Manche von diesen Dingen sind natürlich lizenzpflichtig, aber wir haben auch so ein Schnellstart-Programm, wo dann Kunden dementsprechend davon profitieren, dass wir eben schon eine Integration oder andere Services haben, und das ist dann für uns ein Giveaway mit, um den Kunden schneller in der Projektphase dementsprechend zu unterstützen. Ansonsten haben wir natürlich Unterstützung mit unseren Nearshore-Lokationen von der Slowakei bzw. von Rumänien. Da haben wir dann zum Teil Entwicklungszentren oder auch ganz klar einen verlängerten Arm, um dann dementsprechend auch verschiedene Regionen abzudecken. Im Kern, auf der rechten Seite, der Kunde steht im Mittelpunkt. Wir werden den Kunden mit den klassischen ERP, Intelligent Enterprise Dingen, begleiten. Wir haben den Fokus auf Digital Manufacturing. Heute der Fokus ist quasi auf den beiden linken Themen. Dann natürlich mit dem ganzen Thema IIoT, also nicht IoT. Wir werden jetzt wahrscheinlich keine Zahnbürste intelligent machen oder irgendwie eine Straßenlaterne mit IoT ausstatten, aber Kunden, die dann aus dem Fertigungsunternehmen kommen, dann zu unterstützen, mit den IoT oder AI/ML-Szenarien zu unterstützen. Und dementsprechend die Innovative Cloud Solutions, wo wir dann einfach auch Trends, Innovationen wie HoloLenses, wie andere Dinge schon mit unterstützen. Das heißt, wenn ein Kunde dann sozusagen Unterstützung möchte oder er möchte das Thema mal kennenlernen, dann sind wir dann sozusagen schon direkt mit dabei und können dann auch die neuesten Trends da mitnehmen. Ich denke mal, das Bild kommt allen Kollegen bekannt vor. Auf der linken Seite sehen wir einen klassischen Röhrenmonitor, wie ich ihn auch noch kenne. Da läuft ein SAP drauf. Man sieht sehr unübersichtlich, wie so eine SAP-Maske ist. Und dementsprechend auf der rechten Seite sieht man den Unterschied. Da haben wir die Fiori-Oberfläche. Alles ist ein Stück aufgeräumter. Der Werker, der Meister, einfach die Person ist da mehr im Fokus. Und einfach auch dieses Endgerät ist in dem Fall unabhängiger. Das heißt, egal welches Endgerät ich nutze, kann ich dementsprechend mit umsetzen. Und für alle Kunden, die dementsprechend sich schon mal die S4-Welt oder die Fiori-Welt angucken, da ist ja die SAP auch stark mit dabei oder mit dran, alle Produkte, die auf dem Markt sind, mit der Fiori-Oberfläche auszustatten, um dementsprechend One UI auszurollen. Das heißt, eine übergeordnete oder ganzheitliche User Experience. Das heißt, der Werker oder der Mitarbeiter sieht dann nicht, bin ich jetzt in einem Programm A, in einem Programm B oder vielleicht in einem komplett anderen Softwareprodukt, weil eben alles ähnlich oder sogar ganz gleich aussieht. Der eine oder andere hat es verfolgt. Es gab ja im Januar die Ankündigung RISE with SAP. Ich habe jetzt hier nur die eine Folie drin. Und für alle Kunden, die auch die SAP Cloud Plattform kennen, die SAP Cloud Plattform wird die SAP Business Technology Plattform. Aktueller Stand ist, dass die SCP als Name bestehen bleibt. Jedoch wissen wir, Produktnamen können sich schnell mal ändern. Daher merken Sie sich beide Namen und dementsprechend dann Business Technology Plattform mit den verschiedenen Dingen, die es da gibt. Die SCP wird da früher oder später wahrscheinlich rebrandet. Da gibt es noch nichts Offizielles. Das heißt,
wir haben hier unser Netzwerk, Kommunikation mit Kunden, Kommunikation mit Lieferanten. Wir haben verschiedene Prozesse, diskret, Prozess, Industrie, Automotive, etc. Und hier in unserer Intelligence Suite haben wir unsere S4HANA Cloud Produkte, beziehungsweise die Industry Cloud, die dann dementsprechend verfügbar ist. Und unsere Erweiterung, unsere frühere Z-Bausteine, Z-Programme, die wandern natürlich alle in die Business Technology Plattform oder in die SCP, Web.IDE, HANA-Datenbanken, die es da gibt, um dann sozusagen den Kern standardisierter zu lassen, wie heute bei dem einen oder anderen Kunden, und die Innovationen dann in die BTP zu packen, sodass man dann auch schneller oder upgradefähiger ist. Das sieht man vor allem auch in der S4HANA Cloud. Da gibt es natürlich nur noch eine limitierte Möglichkeit, dementsprechend Anpassungen durchzuführen, was auch richtig so ist, weil die S4HANA Cloud hat ganz klar den Ansatz, Standardisierung, quartalsweise Upgrades, um dementsprechend die neuesten Innovationen zu den Kunden zu bringen und nicht 5, 6 Jahre, wie es zum Teil einige Kunden haben, keine neuesten Updates mehr einzuspielen, weil so viel Individualität drin ist, dass ein Update einen enormen Mehraufwand bedeutet. Dann hier jetzt als Beispiel, wie würden wir das Thema 100% Cloud hinbekommen? Das heißt, wir haben in dem Fall ein S4HANA Cloud-System, in dem Fall Start letztes Jahr im Sommer, ein S4HANA Cloud Essentials, wobei das Thema Essentials und Extended ja in der neuen Welt nur noch S4HANA Cloud bezeichnet wird. Deswegen haben wir das Essentials explizit hier rausgelassen. Das heißt, wir haben hier eine komplette ERP-Lösung. Wir haben alle Best Practices, die es dementsprechend hier gibt mit den Innovationen. Wir haben die klassische Fiori-Übersicht und wir haben direkte Analysefunktionen, um dementsprechend den Unternehmen zu unterstützen. Dazwischen haben wir die Sub-Cloud-Plattform, also jetzt noch die Sub-Cloud-Plattform als Begriff. Richtig wäre es hier jetzt, den neuen BTP-Begriff zu nehmen. In der SCP werden wir die ganzen Erweiterungen durchführen, die ganzen Anpassungen, die Kunden individuellen Bildschirme etc. pp. Und werden diese dann dementsprechend über Schnittstellen oder dann APIs an die SAP oder an die Drittsysteme anzubinden. Und last but not least, ein komplettes MES in der Cloud. Das ist die neue Digital Manufacturing Cloud. Die ist seit 2018, wird die von SAP vermarktet und angepriesen. Und hier haben wir dann dementsprechend auch wirklich komplett alles in der Cloud, innovative User Interfaces. Und da gehe ich dann später nochmal in die Details. Links in dem Kasten sehen wir haben Integration zu Microsoft Teams, in dem Fall O365, ist auch in der Cloud. Wenn gewünscht, beispielsweise Salesforce oder externe HR- oder Finanzsysteme. Und in dem Fall ist eben auf der rechten Seite, sind da zwei Beispiele. Wir haben eben hier in dem Thema Syntax I4 Solutions haben wir die Scanner-Apps dementsprechend mit dabei. Das heißt einfach Mobildialog optimierte Bildschirme, um beispielsweise eine Warenumlagerung oder eine Auslagerung mit 1, 2, 3 Klicks zu realisieren und nicht 10 Eingaben, weil wir wissen alle, ein Staplerfahrer hat nicht so viel Zeit, um sozusagen dann 10 Klicks durchzuführen. Oder eben dann auch, wenn Kunden mögen und Richtung Lieferabrufe oder anderen Schnittstellen, vor allem halt auch Richtung Automotive zu gehen, dass man dann dementsprechend über die SCP auch die EDI-Plattform der Syntax oder eben eine dritte EDI-Plattform anbinden kann. Gut, kurzer Blick Richtung S4HANA Cloud. Ich denke, alle, die sich mit SAP beschäftigen, haben so eine Folie oder so eine ähnliche Folie schon mal gesehen. Hier haben wir verschiedene Bereiche, die ein Unternehmen hat, angefangen von Procurement, Sales, Supply Chain. Und was man natürlich hier ganz klar sieht, ist, die Masken sind alle in dem Fiori, das heißt ein Guss. Und man hat natürlich auch dann die optischen Themen, wo dann zum Beispiel, so wie jetzt hier, ein kleines Chart in der Tabelle ist oder eine Weltkarte, beziehungsweise hier mit einem Fiori-Object, wo ich dann verschiedene KPIs, zum Beispiel zu meinen Instandhaltungen, in einem schönen Dashboard habe. Und das kann ich dann dementsprechend mobil oder dann auch auf dem Rechner, auf dem Laptop bedienen, um sozusagen dann auch intuitive Werkermasken zu gestalten. Kurzer Einblick in S4HANA Cloud. Dann gehen wir in das Thema Industrie 4.0. SAP hat ja den Begriff 4.0 ins Leben gerufen und da merken wir ganz klar, die Kundensituation ändert sich.
Das heißt, wir gehen weg von einem standardisierten Produkt hin zu einer Digitalisierung. Maschinen werden angebunden. Wir möchten nicht mehr einfach nur rückmelden, am besten am Ende der Schicht, und möchten dann wissen, wie lief die Produktion, sondern wir wollen alles in der Echtzeit. Wir wollen aus unseren Produkten, wenn wir beispielsweise einen Stapler produzieren, möchten wir auch im Nachgang wissen, wie läuft der Stapler im Service. Das heißt, es gibt dann hier die Thematik Digital Twin, wo wir dann sagen, as built, as designed, as maintained, wo dann dementsprechend alles so zusammenläuft. Und hier auf der rechten Seite sieht man, dass ganz klar die vertikale Integration von dem Business-System, in dem Fall ECC oder S4 oder auch noch weiter Richtung Planung hin zu dem ganzen Thema Manufacturing Operations, wo Fertigung, Qualitätsprozesse oder auch andere Dinge laufen, hin zu allen, dass ich dementsprechend alle Anlagen anbinde. Ob das ein AGV ist, ob das eine Steuerung ist, ob das ein Kanban, ein Paternostra ist, gewisse Sensoren, Werkzeuge von Atlas Copco, um jetzt eins zu nennen. All diese Dinge werden intelligenter, kriegen Sensorik und haben dann dementsprechend die Möglichkeit, angebunden zu werden und die Parameter zu erfassen, um dementsprechend eine lückenlose Qualität zu erstellen, um auch die Kundenzufriedenheit oder Reklamationen auf ein Minimum oder auf Null zu reduzieren. Im nächsten Schritt hier kurz die Übersicht zum MES-Thema. Das heißt, Kunden, die vor drei Jahren sich das Thema MES angeguckt haben, finden sich hier wieder auf der linken Seite. Das ist die SAP-MES-Suite. Das heißt, hier geht es ganz klar um die Produkte SAP Manufacturing Integration, auch genannt MI, oder SAP Manufacturing Execution, ME, oder Plant Connectivity für die Anlagenanbindung. Auf der rechten Seite sieht man, dass die SAP da auch ganz klar verschiedene Möglichkeiten bietet. Das heißt, das, was wir jetzt heute sehen, ist das SAP Digital Manufacturing Cloud. In der Ausprägung, die SAP Manufacturing Suite wird weiterhin beibehalten. Es gibt da auch einen Release-Plan, gibt Updates und die läuft weiter. Das heißt, alle On-Premise-Kunden können das weiter nutzen, bekommen weitere Innovationen rein. Der Unterschied ist aber, der Innovationszyklus auf der On-Premise ist ganz klar ein anderer Zyklus wie hier in der Manufacturing Cloud, wo ich jedes Quartal neue Innovationen, die neuesten Features, Functions von der SAP bereitgestellt bekomme. Und last but not least, es gibt noch den sogenannten PO, Production Engineering and Operations. Das ist natürlich ein Produkt, was vor allem bei sehr komplexen Unternehmen oder Fertigungen wie beispielsweise einem Flugzeugbau oder einem Sondermaschinenbau im Einsatz ist, um dann zum Teil auch Engineering-to-Order-Prozesse umzuführen oder durchzuführen und nicht den klassischen Serienfertigungsprozess. Daher kommt immer darauf an, wo liegt der Fokus. SAP hat hier verschiedene Möglichkeiten geschaffen, um dann die verschiedenen Industrien durchzuführen. Und dann gehe ich hier kurz weiter. Einblick in die SAP DMC. Auf der rechten Seite sieht man ein paar Beispiele. Das heißt, in der DMC-Welt ist sozusagen auch eine grafische Plantafel mit dabei, der sogenannte REO. Hiermit kann ich dann auch meine Aufträge auf die Anlagen buchen. Ich kann eine gewisse Planungslogik hinterlegen und habe dann auch, ich sag mal, für einen Meister eine Möglichkeit, die ganze Thematik zu visualisieren und gewisse Planungsdinge durchzuführen. Das nächste auf der rechten Seite ist, wir haben ein sehr gutes Insights, das heißt ein Reporting, ein Dashboarding, was mir Bottom-up-Reports ermöglicht. Das heißt, ein Werker sieht genau seine Dinge, aber ich könnte auch ein Top-Down, so wie jetzt hier bei der Weltkarte, und könnte dann die Reports auch auf C-Level aggregieren. Das funktioniert alles. Je nach Berechtigung habe ich dann die Möglichkeit, von der ganzen Region auf Werke runterzubrechen oder eben ein Werker sieht dann nur seinen Bereich, je nachdem, wie das Rollenkonzept ist. Ansonsten auf den beiden unteren Bildschirmen sieht man, wie die Masken für einen Werker oder für eine Werkerin durchgeführt sind. Das heißt, die Masken sind komplett konfigurierbar und haben dann die Möglichkeit, eben auf die Anforderungen in der Fertigung oder auch auf die Bildschirmgrößen angepasst zu werden. Alles ohne Programmierung, ohne Konfiguration. Hier gibt es zum einen für Dashboards, zum anderen auch für die UIs ein What You See is What You Get Editor, wo ich dann eben sagen kann, ich möchte die Knöpfe links, möchte die Knöpfe rechts, möchte das Icon.
möchte so wie hier zwei Listen übereinander haben oder möchte hier eine kleine Liste haben, dann hier eine grafische Arbeitsanweisung. Also all die Dinge sind komplett konfigurierbar, um die Dinge sehr gut für den Worker zu optimieren, damit wir auch eine Worker-Führung umsetzen können. Das ist extrem wichtig, dass auch ein Worker mit wenigen Klicks, im besten Fall mit einem Klick, dahin kommt, wo er hin möchte. Ansonsten werden wir den Worker relativ schnell in die 3, 4, 5 Mausklicks verlieren. Und das Wichtige ist, der Worker soll unterstützt werden. Wir sollen den Worker dementsprechend nicht als IT-Facharbeiter ausbilden und er muss den ganzen Tag einen Computer bedienen und hat dann keine Zeit mehr, die Anlage oder eben ein Aggregat zu bedienen. So, jetzt das Beispiel Smart Pressure. Da haben wir es umgesetzt, Smart Pressure. Hier haben wir die beiden Produkte Cloud Essentials oder jetzt neu nur noch die S/4HANA Cloud und das Digital Manufacturing for Execution im Einsatz. Das ist die Fertigung noch im 3D-Bild. Vorhin hatte ich kurz die Webcam an. Ich sitze jetzt hier in dem Baucontainer rechts unten und aktuell sind wir noch auf der Baustelle. Plan ist aber auch da dementsprechend zeitnah dann von dem Baustellenmodus in den operativen Modus umzugehen und jetzt hier einfach ein paar Beispiele, wie man das umsetzen kann und wie das dann auch in der Realität aussieht. Hier ein kurzes Statement vom Hendrik Roth. Hendrik Roth ist der CEO vom Smart Pressure. Da haben wir letztes Jahr gemeinsam die Reise gestartet. Dementsprechend DMC und auch S4 für den Kunden zu implementieren. Hier ist wichtig, der SPS oder Smart Pressure möchte keine On-Premise-Installation. Das heißt, hier war ganz klar das Thema, wir möchten ein Cloud-Only-System. Und hier haben wir in Zusammenarbeit mit der AllVisual haben wir dann dementsprechend das System umgesetzt. Kurz zum Vorgreifen, deswegen bin ich auch hier jetzt in Halle vor Ort. Wir gehen am Montag live, wir machen jetzt gerade die Endabnahme und daher sind wir alle angespannt, ob alle Funktionen so funktionieren, wie wir uns das erhoffen. Und daher, wir sind zuversichtlich, haben keinen Showstopper und freuen uns dann dementsprechend auf Montag. Hier ein paar Beispiele, wie sieht die Halle aus? Für alle, die sich da interessieren, Videos, Bilder und Code zu sehen, abonniert den Smart Press Shop im LinkedIn, da werden täglich Bilder, Videos hochgeladen. Hier sieht man es auf der grünen, auf dem braunen Feld wurde die neue Fabrik erstellt. Das sind so Bilder Sommer, Herbst letzten Jahres. Hier sieht man dann die ersten Fundamente von der Presse. Wenn wir hier weitergehen, das ist jetzt ein aktuelles Bild, so sieht es aus. Wir machen jetzt erste Tests, die Pressen bewegen sich, die Fertigung bekommt dementsprechend ein Leben. Und hier noch ein Bild von innen, das ist die Presselinie PXL85. Hier als Beispiel für die Geschwindigkeit, wenn die Anlage im Automatikmodus läuft, können wir bis zu 40 Produkte pro Minute pressen. Das heißt, es werden 40 Komponenten, Tür links, Tür rechts, Motorhaube, Kotflügel, was auch immer dann für ein Produkt produziert wird, bekommen. Das heißt, da ist extrem wichtig, eben auch zu sagen, okay, wir brauchen ein System, was schnell geht, was eben die gewünschte Performance und die gewünschte Traceability ermöglicht. Und hier ist ganz klar, alles aus der Cloud, keine lokale Installation. Das heißt, später habe ich noch ein technisches Bild, wo man das dementsprechend sieht und dann eben die Anlagen hat. Für die ganzheitlichen Prozesse sieht man, wir starten hier wirklich mit den Anforderungen vom Kunden. Die gehen dann dementsprechend in die klassischen Demand Planning Procurement Prozesse. Wir haben hier nochmal unsere Planung, wir haben unsere Durchführung und da haben eine vollständige Integration zu allen Anlagen. Das heißt, jede Anlage, die hier in der Fertigung steht, ist angebunden. Da werden wir die Aufträge an die Anlagen übergeben. Wir kriegen die Rückmeldung, wir kriegen Prozesswerte, wir kriegen Serialisierungswerte. Alles ist da vollständig mit integriert und haben hier einen durchgängigen Prozess. Das heißt, die Thematik ist auch da, wir wollen einen automatisierten Prozess für den Kunden anlegen. Das heißt, im besten Fall wird erst bei Auftrag oder bei dem Reo ein Mitarbeiter manuell eingreifen müssen und der Rest ist komplett automatisiert umgesetzt und funktioniert dann eben mit einem Klick oder eben mit wenigen Klicks. Für die Schnittstellen haben wir hier natürlich standardisierte Schnittstellen, die zwischen dem ERP, also dem S4 und der DMC übertragen werden. Es sind im Detail noch ein paar mehr, aber hier mal um die typischen Schnittstellen zu nennen.
klassischen Fertigungsauftrag mit allen seinen Komponenten, mit der Qualitätsintegration für die fertigungsbegleitende Prüfung, Stückliste, Arbeitsplan. Wir haben aber auch das Thema Materialanforderungen, was wir umsetzen, um dann eben von der Anlage ein Signal zu kriegen, meine Spule ist gerade leer oder in 5 Minuten leer, bitte fordere nochmal ein neues Material an. Das heißt, dieses Signal kommt von der Anlage, wird über MES übertragen und geht dann direkt in ERP, um eben eine Lageraufgabe beispielsweise für einen Staplerfahrer zu erstellen. Natürlich wollen wir auch in Echtzeit die Rückmeldungen haben, weil wir haben hier dann das Thema, alles was gut oder auch Ausschuss ist, wollen wir erfassen und brauchen dann natürlich auch im Zuge der Automotive-Thematik eine Echtzeitintegration, damit wir wissen, was haben wir auf Lager, was ist rückgemeldet und auch dann dementsprechend die Bestände zu synchronisieren. Dann auf der rechten Seite, das sind ein paar separate, wir haben die geplanten Instandhaltungen für Werkzeuge und auch für die Aggregate integriert, dass die beispielsweise als Planungshorizont ausgegraut werden, beispielsweise Aggregat 4711 wäre am Freitag von 8 bis 10 Uhr nicht verfügbar, weil da eine Wartung ist. Ebenso wollen wir aber auch die Defekte die potenzielle Defekte an ERP schicken, um dann auch gewisse Produktverbesserungen durchzuführen, und wir wollen auch die QM-Meldungen durchführen, wenn wir dann dementsprechend Probleme haben, damit die QM eine gewisse Freigabe durchführt oder auch andere nachgelagerte Maßnahmen antriggert. Für alle, die etwas technischer gerne das sehen würden, hier ein Beispiel, wie ist es aktuell aufgebaut? Ich fange mal hier oben an. Der Kunde, der Mitarbeiter, wir von Syntax oder auch von AllVisual, da arbeiten wir zusammen, haben die Freiheit, ein Gerät unserer Wahl zu nehmen, ist egal, weil alles aus dem Browser funktioniert. Wir greifen dann dementsprechend auf die Sub-Cloud-Plattform oder jetzt auf die BTP zu. In der BTP haben wir dann unser S/4HANA Cloud Essentials inklusive unseren Erweiterungen deployed, wie beispielsweise diese Scanner-App, wie angesprochen. Wir haben hier unser DMC, unser MES in der Cloud, haben hier auch dann gewisse Rückmelde-Plugins hinterlegt, damit wir es dem Werker einfacher machen, um gewisse Buchungen durchzuführen. Aktuell in einem POC ist noch die Sub-Analytical Cloud, um eben werksweit Analysen durchzuführen im Finanzwesen, inklusive Fertigung oder auch gewisse andere Prozessparameter. Das ERP, also hier das S4, ist dann über die Syntax EDI Services auch an die Außenwände, an Kunden, an Lieferanten angebunden, hier über die SAP-PO oder den SAP-Seeburger, um dann eben die Kunden oder eben die Lieferanten anzubinden. Auf der rechten Seite sehen wir dann aber, dass wir ja mit der DMC auch die Anlagenintegration durchführen wollen. Wir wollen ja die Messwerte in der Echtzeit bekommen. Hier haben wir dann einen virtuellen PC auf der Azure Cloud, wo der Cloud Connector bzw. der Pico dann läuft. Das heißt, der Cloud Connector ist hier wichtig, um eben einen sicheren Tunnel in die SAP-Welt durchzuführen. Und SAP Pico, also der Blend Connectivity, hat dann über OPC die Schnittstellen zu den verschiedenen Anlagen. Hier ist wichtig, wir haben mit jedem Anlagenhersteller das Gespräch gesucht. Warum? Weil wir da einen Standard etablieren wollen. Und hier haben wir mit allen diesen Anlagen den OPC-UA-Standard gewählt. Der ist bei einigen Anlagen schon standardisiert. Aber viele dieser Anlagenhersteller haben beispielsweise eine Siemens S7 1500er Steuerung dabei. Und da ist der OPC-UA-Server direkt dabei. Und wir können sozusagen Netzwerkkabel anstecken, Firewall-Regeln freigeben und können das dann gefühlt per Plug and Play sozusagen umsetzen. Um ein bisschen ein Beispiel zu kriegen, wie sieht das System aus beim Kunden? Hier ein paar UI-Beispiele. Das heißt, hier haben wir unsere Startseite, unser Dashboard. Hier haben wir zum Beispiel so eine Wartungspflegemaske. Hier hätten wir so eine Arbeitsauftragsliste. Und hier auch ein Beispiel, wie könnte ich so einen Auftrag dann auf Mobildialog sehen. All diese Dinge Standard, Fiori, einfach nur optisch angepasst, um sozusagen die Corporate Identity Farben des Kunden mit umzusetzen. Auf der nächsten Seite ein paar Beispiele nochmal von dem DMC. Hier sehen wir so ein Pod. Wie vorhin gesagt, wir können hier Liste machen, wir können hier Knöpfe einfügen, wir können die Betätigungsknöpfe bunt färben mit dem Icon, wir können eine Uhrzeit einpflegen. All diese Dinge komplett konfigurierbar. Hier haben wir dann die Möglichkeit, dementsprechend diese Planung durchzuführen. Und die Planung ist nicht nur, dass ich einen Auftrag auf eine Anlage buche, sondern ich kann auch gleichzeitig
die Mitarbeiter mitbeplanen, inklusive Zertifikate oder Skill-Matrix und auch meine Werkzeuge mitbeplanen. Auf der rechten Seite sehen wir dann, dass wir auch AI-ML-Szenarien haben. Das heißt, das DMC hat eine Option über eine Webcam, wie meine zum Beispiel am Laptop, oder dann über, über ein Kamerasystem Bilder aufzunehmen und dann dementsprechend gewisse Bereiche hier zu erkennen. Und hier sehen wir, das System hat erkannt, dass der Kleber hier nicht sauber ist. Und deswegen ist es zu 99% dieser Fehler Defective Sticker. Wichtig ist, es gibt hier mehrere Modis. Ich kann entweder das ganze System initial anlernen, habe dann hier die Möglichkeit, sozusagen ein trainiertes Modell zu nehmen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich ein System anlerne, währenddem ich manuell die Dinge erfasse. Und rechts unten, das ist auch ein Thema, wie wollen wir die Anlagen anbinden? Da muss ich nicht auf die Bits und Bytes der Anlage zugreifen, sondern da gibt es in dem DMC ein Managed Shopfloor, also ein Shopfloor Designer, jetzt neu genannt Production Process. Hier kann ich dann meine ganzen Anlagen, die ich angebunden habe, sozusagen in einem grafischen Editor bearbeiten, kann sagen, wenn jetzt zum Beispiel hier oben dieser Startknopf gedrückt wird, soll dieser Fertigungsprozess angetriggert werden und dieser Fertigungsprozess schreibt beispielsweise das neue Maschinenprogramm in die Anlage. Das kann relativ einfach aussehen, so wie hier, einfach zwei Knöpfe oder zwei Funktionen. Es kann aber auch ein komplexerer Prozess sein, um dementsprechend Anlagen, AGVs, Kransysteme dementsprechend zu orchestrieren. Zweites Thema, die SAP HANA UI Beispiele. Hier sehen wir dann sozusagen schon Analytics. Für alle, die die Fiori-Oberflächen kennen, wird es nichts Neues sein. Ich habe hier meine Microcharts hier mit drin, kann dann dementsprechend sehen, wie sieht die Umsatzzahl aus, was ist grün, was ist rot, damit ich eben nicht in jeden Report rein muss, sondern das direkt schon als Dashboard sehe. Habe hier die verschiedenen Optionen, die es da gibt. Und daher für alle, die sich mit einem S4 oder mit einem S4HANA Cloud auseinandersetzen, werden die Dinge schon tausende Mal gesehen haben. Daher gehe ich da nicht weiter drauf ein. Und jetzt natürlich auch noch die Frage, wie haben wir denn das gemacht in der ganzen Corona-Zeit? Hier ist ganz klar, wir haben mit dem Kunden gemeinsam in der O365-Welt gearbeitet. Das heißt, wir nutzen hier die typischen Tools, die es da gibt. Teams ist natürlich wie bei vielen oder vielleicht bei allen ganz klar ein Thema für die Kollaboration, für die Zusammenarbeit. Forms für Retrospektiven, Feedbackrunden von den Kollegen. OneNote, klar, um die Dokumentation dementsprechend zu machen oder Wissensdatenbank. Die typischen Tools wie PowerPoint, Excel, Word kennen wir alle. Power Automate, um gewisse Dinge zu automatisieren. SharePoint für die Ablage, Projects für den Arbeitsplan und wir haben hier noch ein Jira mit dabei, wobei das ist jetzt hier in dem Projekt nicht umgesetzt, weil wir das rein im Project tracken, wo wir dann nochmal Task-Tracking machen können. Gut, ein kleiner Punkt noch zum Thema, wie ist das Projekt, wie hat das Projekt stattgefunden? Ich bin heute das erste Mal oder das zweite Mal vor Ort. Das erste Mal war ich vor 2 Wochen vor Ort und wir hatten das komplette Projekt von der ersten Minute bis vor 2 Wochen komplett remote durchgeführt, über Teams-Sitzungen, über verschiedene Kanäle, über Bereiche, die sich dann eben da über die ganze Zeit jetzt gemeinsam da remote verabredet haben im Teams und alles dann wirklich im Teams gemeinsam dann durchgeführt haben. Gut, kurze Zusammenfassung, Smart Pressure, innovatives Projekt, Ziel ist, Cloud komplett zu implementieren, keine einzigste IT-Ressource, Netzwerk und so ausgenommen, aber kein Server, keine Hardware vor Ort zu haben, alles mit einem Software-as-a-Service-Approach. Die ganze Thematik ist dementsprechend während der Covid-Phase ins Projekt gegangen und aktuell sind wir on track. Das heißt, hier Go-Live nächsten Montag. Ich bin zuversichtlich und freue mich dann nächste Woche auf einen schönen Go-Live. Und in